Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. So, ich sehe gerade, die Wand hier schaut fürchterlich aus. Das heißt, wir gehen wieder ins Baumenü. Jo. Und haben Bett ausgerüstet, warum auch immer. Nein, warte mal ganz kurz. So, da will ich gar nicht hin. Ich will die Wand hier noch schön machen. Wir haben die Wände schön, wir haben die Wände schön. Oh ja, 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 wir haben die Wände schön. So, das heißt, Boden wegreißen und hoffen, dass das klappt. Wieder mit meiner Lieblingswand, die hier. Bitte, Klipsel, bitte, sei lieb. Nein, sie mag mich nicht. Die Wand mag mich nicht. So, das heißt, wusch, das wird wieder weggerissen. Das heißt, wir brauchen wieder einen Boden unter den Füßen. Und wahrscheinlich wird es jetzt, ich hoffe es, mit der Wand klappen. Oder auch nicht. Vielleicht jetzt. Bitte? Ganz ehrlich, manchmal ist es echt nicht einfach. Manchmal ist das wirklich nicht einfach. Ich bin da echt schon oft am Überlegen, das einfach so zu lassen. Ehrlich. Wirklich. Ganz ehrlich. Ja. Klappt es denn jetzt vielleicht? Ja. Jetzt tut es klappen. Warum auch immer. Würde jetzt auch der Boden klappen? Jo. Problemlos. Alles klar. Gut, dann reißen wir das alles weg. Nein. Da bin ich mir absolut unsicher. Da weiß ich nicht, wie wir das am besten machen werden. Ich meine, wir wissen schon, wie ich es gerne haben möchte, aber ob das auch so klappen tut. Das ist immer eine Ungewissheit. So, das hätten wir mal. Oben müssen wir dann wieder diese Böden verlegen, ist eh ganz klar. Naja, so und so. Das wissen wir eh schon. So, ein Stück zurück. Die einzelne Wand, bitte. Die hier. Bitte, 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 bitte. Da geht sie schon mal. Okay, aber nur auf der anderen Seite. Warum einfach? Wenn es auch kompliziert geht, ne? Und da habe ich halt echt ein bisschen Bammel, dass ich das nicht mehr hinkriege. Ah ja. So. Also, Fenster brauchen wir jetzt. Das will ich haben. Und, tada, es haut schon nicht hin. Ach, es ist immer... Aha, so wird's gehen. Aha, warte. Ah. Ja, okay. Das klappt schon mal. Hier auch, bitte. Bitte. Das war das Verkehrte, ne? Ich bin so schlau, ich bin so schlau. Ich bin so schlau, la 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 la. So. So, geht das jetzt auch noch? Wahrscheinlich nicht. So. Bitte die Wand schön machen. Lol. Und das wird hier was bringen? Nur hier. Okay, also da überhaupt nichts. No. Das ist nie einfach, ehrlich nicht. Es ist niemals einfach. So, wenn ich jetzt Glück habe, darf ich hier oben? Ja, darf ich das machen? Okay, das darf ich schon mal. Wenn ich Glück habe, vielleicht auch ein zweites Mal, aber das wird eher nicht der Fall. Wohl, doch, echt? Echt? Komm. Ja.
Ich habe gerade keine Ahnung, ob das in irgendeiner Weise hinhauen tut. Ah, nicht die. Das hier. Oder vielleicht das hier? Wird's grün? Nö. Wegen dem hier, ne? Jetzt wird's klappen. Alter! Komplizierter geht's fast nicht, ne? So. Ich denke mal, ich werde jetzt hier mal fürs Erste dann die letzte Baufolge machen. Weil, zum einen wird es euch wahrscheinlich schon total langweilig sein, kann ich mir vorstellen. Und zum anderen werden wir mal die Quests wieder ein bisschen vorwärts bringen tun. Zumindest ist das mal der teuflische Plan dahinter. Na, bist du grün? Eher weniger, ne? Ja. Du bist jetzt so eine Primadonna von einer Wand. Ja. Typisch Wand. Verstehst, da klappt's dann wieder, ne? Und hier zickt's wieder rum. So, will er jetzt? Jetzt da, ne? Jetzt schaut's gut aus. Ja, ist ja wieder logisch. Logisch. Ist ja logisch. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob es mit der Wand klappen kann. Ne, ne? Na, hoch. Da geht nur der normale Boden maximal, ne? Und der wird spinnen. Also, normaler Boden, bitte. Einmal. Und zweimal. Gut. So. Dann das hier. Ja, einmal. Und zweimal. Schöne Wand. Die nicht will. Ja, das ist echt, das ist lästig, ne? Oh, warte. Warte. Einmal. Und, bitte. Sei eine liebe Wand. Ich hab dich doch auch gern. Bitte. Und hier spinnt es wieder rum, ne? Wahrscheinlich wegen dem hier. Es ist ja. Und? Na. Nö. Warte mal. Ich probiere was. Nö. Zicke. Diese Wand ist eine Zicke. Was wäre, wenn? Ach ja. Ich hier. Eins im Ganzen mach. Das klappt über. Obwohl, doch. Das klappt. Okay. Ach, ich bin dämlich. Entschuldigung. Nicht das im Ganzen, sondern den habe ich gemeint. Was? Den da. Na los. Hallo. Langsam. Jetzt. Mua. Hab dich erwischt. Du Kerl. So, jetzt ist nur die Frage, was wir mit dem da machen. Ich hoffe sehr. Da gibt es nämlich so ein einzelnes Stück, dass das jetzt auch herpasst. Boah, Glück gehabt. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Ach so, warte. Blödsinn, ne? Da habe ich das hier gebraucht. Den da. Boah, es passt. Halleluja. Es passt. Aber hier haben wir jetzt das Problem, ne?
dass ich hoffen muss, dass eine normale Wand passt. Und es gibt kein Klipselgeräusch. Die Tür hätte geklipselt. Das würde klipseln. Das vielleicht auch zu meinem Wunder. Ja, passt, ist mir wurscht. Gekauft. So, schön. Sehr schön. Und dann nochmal so eine Ecke, bitte. Wird nochmal grün. Nein. Da wird nichts grün. Na, warte. Vielleicht nimmt er, weil er lieb ist und mich mag. Bitte. Ach komm. Der war doch gerade vorher grün. Leute, das ist Troll. Im höchsten Maße. Troll ist das einfach nur. Aber so ein richtiger Troll. Hallo. Geht's jetzt? Hallo, du Klumpert. Halt. Aha, da drinnen wird's gehen. Da. Da wird es nehmen. Aber nicht da draußen. Mist, verdammter. Was nun? Vielleicht würde er den hier nehmen. Ja, voll langsam. Alter. Den nimmt er mal. Okay. Vielleicht auch einen Boden. Ja. Den nimmt er auch. Okay. Und vielleicht hier einzeln noch sowas. Aha. Ah, okay, das wird er nehmen. Passt, bin ich schon zufrieden. Bin ich schon zufrieden. Wie das? Piep, piep, wurscht, ich schau mal rauf. Ich bin gerade erleichtert. Wir haben es hinbekommen. So, und hier dann nochmal den einzelnen Boden. Hier. Das müsste normalerweise hinhauen. Außer hier natürlich. Wegen dem Eck, ne? Ernsthaft? Wegen dem hier? Ich schwöre dir. Bursche. Funktioniert. So. Bitte funktionier. Ja. Ja. Ja, es wird grün. Es wird grün. Ja, super. Prima. Ich weiß, das ist nicht perfekt, aber ist mir grad. Ist mir wurscht. Echt. Wow. Schön. Gut. Dann auf zum Licht. Wir haben schon mal angefangen mit diesen Dingen hier, ne? Die da. Und da kommt immer so. Zwischendrin kommt da sowas rein. Also mittig also im besten Falle mittig, mittig. So. Und dann hier halt wieder so, nein, so ein Stromdings, ne? Und das da. Passt, weil dann, oh, jetzt wird's hell, ne? Dann haben wir Licht. Auch hier würde ich sagen, mit den Lampen, ich würde sagen so, einigermaßen so vielleicht. So, zu 100% gerade wird es, glaube ich, eh nicht. Und so. Dann wäre hier noch ein Lichtlein schön.
so. Wieder gewonnen. Und vielleicht so. Oh, das haut gut hin. Dann vielleicht auch so. Yeah. Da drüben haben wir kein Licht. Das heißt, hier brauchen wir Strom. Ja, ja, schnauf. Irgendwann wird sie Glück haben. So, wusch, wieder Licht. Dann da drüben ist eigentlich eh genug Licht, eigentlich. Da außen draußen ist jetzt auch nicht unbedingt finster, wegen diesen Dingen hier. Dann würde ich sagen, boah, das ist schon fast zu hell, ne? Das ist zu hell, das ist zu hell. Was? Dann habe ich eins noch vergessen. Hier eventuell ein Fenster rein. Ja. Supi, also die Scheibe halt, ne? Da drüben vielleicht auch, wenn es klappen tut. Und, wird's grün? Hier gibt es irgendwie Problemchen mit den Scheiben. Ich weiß... Ah. Na, ich weiß nicht warum. Die haben einfach schlicht und weg keinen Bock. So, die Tür. Oh. Hier habe ich das Geländer vergessen. Da war mal eins und ich habe es vergessen, wieder herzutun. Ist das hier das Richtige? Wohl eher weniger. Das hier? Es wurde mal kurz grün. Was haben wir hier für eins? Ah, da ist richtig. Passt. Sehr gut. So, am Klo ist es natürlich auch finster. Und da fehlt ein Dach. Aha. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sich dabei wohlfühlt, wenn ihm jemand ja, bei seinem täglichen Geschäft zuschaut. So, das heißt, geht es hier mit? Ja. Jawohl. Das klappt, dann können wir oben nämlich das Geländer kaputt machen. Das hier kommt auch weg. Und können wir das nochmal neu machen? So. Wir beginnen meistens damit, ne? Geht sich das noch aus? Aha, da wird es gehen. Da hätte ich aber schon gern richtig die Ecke. Geht sich das noch aus? Irgendeins? Vielleicht muss ich zuerst die Treppe wegmachen. Boah, habe ich jetzt Bild Bammel, dass das jetzt nicht hinhauen tut. Wieder verdrückt. So. Nur derweil, nur ganz kurz, um das Gelände hier fertig bauen zu können. Ja. Vielleicht haben wir Glück und es klappt. Boah, ich würde mich jetzt gerade so freuen. Bitte. Ja. Wow. Juhu. So ein Glück. Das schaut hübsch aus. Jawohl, das gefällt mir. Und dann hätte ich noch gern eines. Wow. Um die Ecke. Das war jetzt gerade verkehrt, ne? Das war, glaube ich, richtig, ne? Die hier. Dieses Modell. Irgendwie? Ja. Perfekt. Super. Also hier oben schaut es echt schon super aus. Gefällt mir echt gut. Tap, tap, tap. Gut. Dann wären noch Lichter nicht schlecht. Aha, ja, stimmt. Das hätte ich auch müssen schöner machen. Ganz ehrlich, ich scheiß da jetzt drauf. Ja. Ich scheiß da drauf, dass jetzt Jahre. Okay? Aber das sage ich nur dir. Mhm. Weil ich genau weiß, dass du mich nicht verbetzt. Oh ja. Gut, Licht am Klo ist sicher nicht... Wow. Ist sicher nicht verkehrt, wollte ich gerade sagen. So, da oben vielleicht noch eins. Jawohl. Dass man auch was sieht. Beim Erleichtern. Kavusch. Kavusch.
Kavusch. Irgendwann werde ich Glück haben. Aber sicher. So. Jetzt sind wir schon mal da. Ich würde sagen, so zwischendrin wäre es sicher hübsch. So wie hier. Und hier. Wieder gewonnen. Warte, ein Stück zurückgehen vielleicht. Und hier vielleicht. Und da. Und hier. Und da. Und hier auch. Und ich würde sagen, da. Und hier vielleicht. Huch, da gibt es keinen Strom mehr. Und da vielleicht. Und hier auch noch. Und da auch noch. Jawohl. Und ich würde sagen, da so im Eck, da fällt es, glaube ich, niemandem so recht auf, weil da ist eh der Fernseher, der noch nicht in Betrieb ist. Aber gleich. Hier machen wir, glaube ich, den Strom hin. Irgendwie so. Kavusch. Schau, wie das geht. Achso, braucht man jetzt. Okay. Ich glaube, das ist schon hübsch. Da drüben wäre vielleicht noch ein Lamperl schön. Da. Wusch. Geht es hier im Eck auch? Volle Hütten. Oh, geht. Dann können wir auch hier im Eck eins hinbauen. So. Mei, wird das schön. Unser Baulimit ist auch bald erschöpft. So, ich glaube, das ist schon hübsch. Ich glaube, das ist schon hübsch. Also mir gefällt es gut. Nein, bitte nicht verschrotten. So ein hübscher kleiner Tisch. Wo haben, ist das auch hier dabei? Die sind eigentlich nur Stühle, ne? Tische, hier. So ein niedlicher, hübscher, kleiner Kaffeetisch. Also so Couchtisch wäre nicht schlecht. Wo haben wir denn sowas? Der hier? Irgendwann werde ich Glück haben. Der hier, ha? Huh? Aber der wäre eher fürs Fernsehen, für den Fernseh, also als Fernsehtisch gedacht, ne? Aber ich denke mal. So. Das Ding ist kaputt. Das macht immer so komische Klickgeräusche. Ah, das ist schon hübsch. Das ist schon echt hübsch. Das, also mir gefällt's. Es schaut echt toll aus. Ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Na, Zocki, das ist so grauslich. Ich kann das nicht mehr anschauen. Also doch, ja, naja. Ich hab's versucht. Eine Badewanne werde ich auch hierher klatschen. Ich würde sagen, oder so? So, ha? Huh? Gibt's eine also eine, die verkleidet ist vielleicht? Also eine hübschere? Nö. Nein, nein. Macht ja nichts. Wir nehmen, was wir kriegen können. So. Das stellen wir so hin, dann können sie sich, kann der, der was in der Badewanne ist, den anderen beim Erleichtern zuschauen. Das ist, na, das, Entschuldigung. Das ist nicht nett. So. Gut, dann haben wir jetzt noch ein bisschen ein Gerümpel, was ich hier so sehe. Ich denke mal, diesen Wagen, den stelle ich ihm noch. Na, fliegt der Garn drüber, ne? Ich glaube, hier stelle ich ihm noch einen hin. So ein Gerät, so ein Wagen. So. Hat das hingehaut? Ja. Diese Kisten, würde ich sagen, die passen da unten recht gut hin, unter der Treppe. So. So. Und der auch noch irgendwie so hin. Ich lasse die Wand bewusst jetzt so. So hässlich. Kann man den auch irgendwie entsorgen? Gut. Die Kisten hier, die sind eigentlich ganz schier im Weg. Die würde ich schon gern weghaben. Ich stelle die einfach mal hier dazu. So. Und so. Da sind sie, glaube ich, am wenigsten im Weg. So. Kann man dich noch ein paar Zentimeter nach hinten schubsen?
Nicht so recht, ne? Macht nichts. Dann bleibst halt so. Also mir gefällt's, muss ich echt sagen, es gefällt mir richtig gut. Die noch ein Stück nach vor, so glaube ich. So. Also, na, noch ein Stück. So. Also mir gefällt's echt gut, muss ich echt sagen. Der Gemeinschaftsraum hier, der hat echt was. Der hat wirklich was. Hier ist noch dunkel, ja. Hier brauchen wir auch dringend Strom. Beziehungsweise Licht. So, das heißt, auch hier wieder so, würde ich sagen, so mittig drin. So. Kavusch. Kavusch. Zack. Und zack. Ja, das schaut schon mal nach was aus. Hier vielleicht auch noch. Wusch. Vielleicht nur zwei, beziehungsweise drei. Hier und da vielleicht noch, wenn es geht. Ja, natürlich geht's. Ja, ja, das schaut schon nach was aus. Hier werden wir da eins her tun. So, da vielleicht hier noch ein, warte. Eins, zwei, da wäre fast im Eck hier nicht schlecht, wenn wir da Licht hätten. So. Hier drüben Hammerlicht. Da ist ein bisschen Mangelware. Ach so, Strom fällt hier auch. Okay. Da machen wir zuerst Strom. Na, nicht so. So ist schon besser, ja. Ich würde sagen, gleich ganz da oben. Yeah. Da vielleicht auch. Da haben wir eh die brennende Tonne. Die werde ich aber hierher bauen, glaube ich. Oder warte. Die stellen wir oben hin. Das schaut, ich finde das so schön mit dem Licht. Die hätte ich tatsächlich gerne hier irgendwo. Da haben wir zwar dieses Licht. Also würde ich sagen, neben ihm. Da so her. Ich finde das so cool. Ja, ich glaube, das kann man so einigermaßen lassen. Yeah. Na, ich muss sagen, gefällt mir echt schon gut. Was wir jetzt noch machen müssen... Ich habe drüben die Tür vergessen wieder einzubauen, ne? Ich habe hier vergessen, die Tür einzubauen. Ich merke schon wieder. Ja, schlaue Zocki. Ganz recht. Hier. Voll vergessen, die Tür wieder einzubauen. Entschuldigung. So, bitteschön. Ups, und natürlich gehören auch hier Türen hin. Einmal die hier, da haben wir schon. Nein, da haben wir keine. So, und natürlich auch hier, damit die Leute ihre Ruhe haben. So, passt. So, dann Licht natürlich im Schlafbereich. Ne? Da werde ich jetzt dabei die Türen wieder rausreißen, damit ich mich leichter tue. Ich bin ja Frau bequem. So, also Licht. So. Ich würde sagen, auch hier so, ein bisschen mittig. Wusch, eines muss reichen. Eins strahlt so hell wie die Sonne. So. Jawohl. Und natürlich die Betten. Siehst du die Betten? Da kann ich gleich... eins mitnehmen. Ich würde sagen, den... Na, warte, ich nehme den damit. Na, halt was. Ja, die will ich mitnehmen. Und den. Ich habe gesagt, es kommt pro Raum, kommen jetzt nur zwei Betten statt drei, weil wir oben Platz haben. Jetzt muss ich nur aufpassen. Das ist schon der letzte, ne? In dem einen Zimmer hat er noch ein zweiter Platz. Ich hoffe. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. So. Licht. So, Betten kommen gleich wieder, keine Sorge. Gleich hat es wieder Betten. So, auf jeden Fall haben wir wieder schön Licht. Boah, das schaut schon nach was aus. Hier kommt auch noch ein bisschen Licht, wenn wir Strom hätten. Aber, ja, so.
auch hier Licht. Stimmt, bei der Aufseherin muss ich dann auch noch schauen. Die arme Frau hat sicher kein Licht. Na nü, so. Das wollte gerade irgendwie nicht, voll komisch. So. Hier ums Eck lasse ich es mal gut sein. Da hinten war jetzt noch Strommangel. Strommangel. Strom, 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 Strom. So. Strom. Yeah. Na, ich finde, es schaut schon cool aus. Es hat was auf seine Art und Weise. Dann wollte ich auch noch Möbel, ne? Möbelchen. So. Ein kleines Regal oder so bauen. Wo die Herrschaften ihre Hab- und Gutsachen reinschmeißen können. Das ist ein Wäschekorb. Ja. Ein Wäschekorb, ein Spind. Kommode. Ja, eine Kommode schaut niedlich aus, oder? Finde ich halt. Wenn man hier so rangeht, würde ich sagen, hier. So, Kommode. So mehr so im Eck vielleicht. So. Ja, yeah, eine Kommode. Die bekommt jeder. So, auch hier gibt es eine. Also man kann sagen, was man will. Den Siedlern geht es hier gut. Punkt. So. Wir sind Greenpeace für Siedler. Hier noch eine Kommode und dann müssen wir einen zweiten Stock, also einen ersten Stock rauf. Ich will immer zweiten Stock sagen. Ich weiß nicht warum, das ist ein Leiden bei mir. Das war schon immer so und das ändert sich scheinbar nicht so schnell. So. Ach ja, natürlich auch hier habe ich die doofen Türen ja schon eingebaut, weil ich schlau bin. Keine Sorge, die baue ich später wieder ein. Wahrscheinlich so in 5-6 Parts, weil ich es wieder vergessen werde. Ach ja, stimmt, sowas passiert mir ja nicht. So. Also, gleich mal. Na nü. Leicht schief. So. Dann auch hier. Huch, das war zu viel. Zu viel und zu weit. Dann so. Entschuldigung. So. Dann hier noch eins. Und hier noch eins. Da kommt einfach das zweite Bettchen her und die Kommode stelle ich einfach da so her. So. Auf dem Balkon. So. Dann haben wir die Bettchen. Na, du bleibst hier. Die Bettchen wollte ich sagen. So. Normal müsste es ausgehen, dass hier einer noch Platz hat. Ja. Bei dem zieht es jetzt halt leider. Bei dem zieht es, aber da muss er durch. Der hat sowieso gesagt, er braucht viel frische Luft. Er will gern bei offenem Fenster schlafen. Jetzt hat er halt hier eine Terrasse. Das wird wohl hoffentlich auch passen. So, für die Extrawünsche. Das war übrigens der eine, den wir als Waffenhändler jetzt eingeteilt haben. Der mit dem Tuch vorm Gesicht, also vorm Mund. Der will das haben. So. So, lala. Na komm. Ich glaube so. Und das letzte Bettchen. Fürs erste. Wenn wir noch mehr Zuwachs kriegen sollten an Siedlern, dann können wir eh noch in diesen Räumen hier eventuell ein drittes Bett reinknallen und die Kommoden vielleicht hier rüber schmeißen. Das werden wir dann eh sehen. Oder dazwischen eine Kommode geben. Das sehen wir dann eh alles. So, das gute Licht. Normalerweise müssten sie hier Strom haben, da wir unten das schon gemacht haben. Yes, funktioniert. So, Strom. Also Licht. Ich sage immer Strom. Licht. Licht, 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 Licht. So.
Und die letzten bekommen auch ein Licht. Daher, ich würde sagen, da so, ne? Ja, das ist besser. In dem Fall, oder? Einheitlich. Machen wir es halt einheitlich. So. Schön. Das ist auch eine Rauchersuite, ne, eigentlich. Ich hätte gern Aschenbecher. Irgendwo gab es mal Aschenbecher. Die können ja nur bei den Möbeln irgendwie dabei sein, oder? Bei Sonstiges gab es nicht irgendwo Aschenbecher? Solche Aschenbecherständer. Wie wir sie zum Teil schon in Dungeons und so gesehen haben. Das Behälter wird aber nicht... Nein, das ist ein Blödsinn. Dekorationen, da könnte ich Glück haben. Vault, warte, war da jetzt gerade? Dekoration Sonstiges? Schau, da haben wir schon den Aschenbecher. Gibt es einen hübscheren? Katzennapf. Kerzen? Kinderbett? Lagerfeuer. Oh, ich bin gerade verliebt. Milchautomat. Natürlich, erstens, der gehört hier oben hin. Für den Cappuccino. Wie kommt denn die jetzt darauf? Ich komme manchmal nicht mit, Leute. Ich komme manchmal echt nicht mit. Wie die Leute es schaffen, darauf zu kommen. Es ist halt wirklich, ja. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Ich weiß es nicht. So, Milch. Milch. Brauchst du Strom? Na. Milch. Ja, ich weiß es nicht, meine Lieben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie die Leute, wie die Bergziegen an den Wänden hochklettern können. Ich weiß es nicht. Mülleimer ist auch so eine Sache, der muss auch drüben hin. Auch ein Radio muss drüben hin. Wandleuchter, die ist ja voll schön. Zigarettenautomat muss auch drüben hin. Jukebox. Fleischdingens. Fischkorb. Kisten. Da, da ist ein schöner Aschenbecher. Den tun wir hier ins... Oder? Den tun wir hier so. Ne, ein bisschen verstecken. Wenn es klappt. Jo. Super. Auch hier kommt einer hin. Zumindest hätte ich es gern. Sonst eben da so nochmal auf der anderen Seite oder hier so ins Eck. Da werden wir hinstellen. Da tut man hin. Das passt, glaube ich, gut. Dann haben wir hier ebenfalls eine Terrasse. Ne? Das heißt, hier möchte ich am liebsten auch gern einen haben. Vielleicht aber eher hier drin so versteckt, dass man sich hier anlehnen kann. So, was wäre noch schön? Zigarettenautomat, hatte ich gesagt, ne? Oh, die Giovanni Espresso-Maschine. Da brauche ich aber einen Tisch dazu, ne? Ein Lautsprecher. Einen Radio, stimmt. Okay, da brauchen wir jetzt mal einen Tisch. Nein, was tust du denn da? So, wir brauchen einen Tisch. Möbel. Wo waren das jetzt hier? Tische. Tisch, Tisch, Tisch. Und zwar einen größeren. Einen hohen Tisch. Sowas wie den hier. Ich glaube, das geht. Wenn wir das hier so herstellen. Optimal wäre es eigentlich schon hier so, ne? Das so zu machen. Eine Theke. Warte. Da gab es irgendwo eine Theke. Fällt mir auch gerade ein. War die hier dabei? Theke. Tatsächlich. Muha. Mit Essen. Essen? Die wäre unten gut. Aber hier machen wir trotzdem eine Theke. Ist die zu hoch? Nein, nein, die wird passen, ne? Eine Theke bauen wir dahin. Richtig. Und zwar mit ein bisschen Abstand. Vielleicht ist das zu viel. So vielleicht. Jawohl. Und vielleicht, wenn es passt, eine zweite dazu. Boah, ich hoffe, das schaut nicht schier aus. Es geht, ne? Es gibt Schlimmeres. Gut. Dann war das jetzt hier dabei? Nein, warte, warte, warte. Da. So. Hier. Ich will zum einen die coole Espresso-Maschine haben, die hier. So. Die möchte ich wirklich gern hier aufbauen, wenn das klappt. Wow. So. Hi, Clem. Die Espresso-Maschine, die total schief oben drauf steht. Wieder mal. So.
Ich glaube, so klappt's. Dann muss ich auch darauf achten, der Part ist nämlich schon wieder vorbei. Entschuldigung. Schon mal dafür. Den Mistkübel. Wo ist da der Eingang? Eingang, genau. Das zum Aufmachen halt. Hier. Ich würde sagen, den Mistkübel bauen wir auch gleich hier hin. So. Mei, ist das cool. Der Radio. Den werden wir hier aufs Eck stellen. Also hier so hin. Dass die Leute da schön hören können. Der braucht aber Strom, ne? Oder auch nicht. Mal schauen, ob das so funktionieren tut. Einen Griller, den will ich unten hinbauen. Was hätte man noch Cooles? Hummerdingens. Kisten, Fleischsäckchen. Ach, da war irgendwo so ein Zigarettenautomat, ne? Ja, genau, hier. Zigarettenautomat. Richtig. Den machen wir auch hier hin, obwohl der im Gemeinschaftsraum auch runter gehört. Aber selbstverständlich auch hier hin. So, was haben wir da? Eine Wim-Maschine. Die gehört gleich neben Coca-Cola hin. Ja, sicher. Warum nicht? Aber wie? Irgendwie hat die keinen Bock. Warte. Vielleicht den Milchbehälter hier rüberstellen. Wenn er Platz hat. Jo, schaut nicht schlecht aus. Ja. Ich mache das nur schnell fertig. Ich hoffe, es geht schnell. Die Wim-Maschine, die hätte ich gern hier, ehrlich gesagt. Oder die Nuka-Dingens ganz am Rand. So, ganz am Rand. Und die Wim-Maschine gleich daneben. Hey Leute, geht's da mal weg? Schuh. Die sind so unhöflich, ne? Hallo, ich will da bauen. Hallo? Geht sie da mal weg? Das ist so unhöflich. Echt, die sind so was von unhöflich. Diese Drecksbagage, diese Ländige. Es ist halt echt immer dasselbe mit den Leuten. Es ist halt wirklich... Na, es ist einfach... Es ist furchtbar. Es ist einfach furchtbar mit den Leuten. Es ist, ja, ich stelle sie mal hier hin. Können sie mal da abhauen? Bitte? Geht der Radio? Es ist zumindest Licht. Aber keine Musik. Geht's da mal weg? Die ärgern mich da mit Absicht. Na gut, dann machen wir halt Partschluss. Die zicken leider gerade rum. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!